Kathi, ich habe ein Problem. Papi hat gesagt, wir haben zu viele Tassen. Ja, aber ich kann mich von keiner einzigen Tasse trennen. Du musst mir helfen. Ich werde jetzt 3 Tassen aussuchen, von denen ich mich eventuell gerade so noch trennen könnte. Aber ich kann jetzt nicht entscheiden, welche ich wegschmeißen werde. Du musst mir helfen. Machst du das? Ja? Okay, danke. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Ich werde wahrscheinlich einen Stuhl brauchen. Bleib hier so lange, ja? Nicht abhauen. Ich werde jetzt Tassen aussuchen. Also, meine Freunde, ich werde mich jetzt auf diesen wackeligen Stuhl stellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Wisst ihr, wie teuer der Stuhl war? 25 Euro. Genauso sicher fühle ich mich auch drauf. Also. Ja, wie ihr seht, haben wir sehr, sehr, sehr viele Tassen. Marcel hat gesagt, die Kinderschokoladentassen darf ich nicht wegschmeißen. Weil er sagt, das sind die einzigen vernünftigen Tassen, die wir haben. Aber das stimmt gar nicht. Wir haben viel mehr vernünftige Tassen. Ich werde mich hier draufstellen müssen. Den Tee muss ich wegtun. Also. Wir haben hier... Diese Tassen kann ich nicht wegschmeißen. Also erstens finde ich sie viel zu schön. Die und die andere, genauso eine in schwarz, die habe ich von meiner Mom. Die da hinten. Da hängt halt auch eine Erinnerung dran. Und die sind eigentlich ziemlich schön. Da waren wir mit meiner Freundin und ihrem Mann auf einem Weihnachtsmarkt und da haben wir die Tassen einfach behalten. Steht hier gar nicht das Jahr drauf? Wann das war? Nö. Schade. Aber ich könnte mir vorstellen, mich von diesen Tassen eventuell zu trennen. So, dass diese Tasse hier nicht in Frage kommt, ist auch klar. Die hat mir meine Mom auch gebastelt. Das war eins der ersten Bilder von Apollo und Cosmo. So, gehen wir weiter. Wir haben... Die habe ich erst neu. Die ist richtig süß. Wir haben hier, die Tasse hat mir Nadine geschenkt, aber sie ist aus Versehen kaputt gegangen. Sie ist trotzdem noch sehr schön, deswegen möchte ich sie eigentlich nicht wegschmeißen, aber sie ist hier an der Spitze abgebrochen, deswegen werde ich sie mit zur Auswahl stellen. Ich hoffe, Cosmo entscheidet sich nicht dafür. Das werde ich wieder zurückstellen. So. Diese Tasse hier, eigentlich sind da auch Apollo und Cosmo drauf und eigentlich will ich sie nicht wegschmeißen. Weil die hat mir Barminia geschenkt, weil sie so zufrieden mit der Mitarbeit mit mir sind. Und ja, also die Kollegin aus der Marketingabteilung dort, sie ist so nett und sie hat mir das gebastelt. Das finde ich so schön. Sie hat das extra so bedrucken lassen. Und ja, eigentlich will ich die nicht wegschmeißen, aber sie ist so klein, ich trinke nie draus. Das ist das Problem. Ich will sie aber behalten. Was haben wir noch? Die hier dürfen nicht wegkommen. Die sind von meiner Mom. Oh, ich weiß welche. Ich kann das hier noch zur Auswahl stellen. Die ist von Terra Felix. Da steht zwar auch irgendwas mit Cats drauf, aber... Boah, ist jetzt eine Tasse, von der ich mich ruhig trennen könnte. So. Dann haben wir diese großen Tassen hier. Die benutzt eigentlich auch kein Mensch. Warum haben wir die nochmal? Ach so, weil die Marcel gehören. Ich muss Marcel fragen, ob wir die nicht auch wegschmeißen dürfen. Nein. Marcel sagt nein. Oh Mann. Oh. Okay, was haben wir noch? Es gibt sonst keine Tassen, von denen ich mich trennen möchte. Eventuell noch diese hier, aber ich bin ein Japan-Fan und China-Fan und ich mag die Farbe und das Muster. Egal, wir stellen das jetzt trotzdem zur Auswahl hin. Das hier. Sweet Home Coffee. Schatz, ja? Willst du die Tasse behalten? Mal. Sie heißt Sweet Home Coffee. Komm her, ich stehe gerade auf dem Stuhl, ganz schön danger. Musst du selber gucken. Diese? Gott, ist das wirklich? Wo bist du? Da.
Diese? Willst du die behalten? Behalten. Oh, Junge. Das, wir können nicht alle Tassen behalten. Wir müssen auch mal was wegschmeißen. Fast kaputt gemacht. Okay. Ich habe doch schon mit meinen Tassen angefangen. Ich mache jetzt mit deinen weiter. Okay. Die habe ich selbst bedrucken lassen. Da steht Apollo und Cosmo drauf. Ich finde sie toll. Und ich will sie nicht wegschmeißen. Eigentlich. Ich behalte sie. Fühle ich gar nicht, sie wegzuschmeißen. Solche Tassen hier können wir auch nicht wegschmeißen. Die habe ich alle entweder geschenkt oder irgendwie, keine Ahnung, so bekommen. Diese hier finde ich ultra hässlich. Aber Marcel sagt, das sind so die einzigen Tassen, die wir ohne Cringe den Gästen anbieten dürfen, weil sonst kriegen unsere Gäste entweder hier so unsere hässlichen Gesichter, richtig gruselig draus zu trinken, oder so das Gesicht unserer Katzen da, oder hier, oder mich so, ja, oder eben diese Kinderriegeltassen. Also, hier, diese Tasse kann ich noch zur Verfügung stellen, erstens, weil sie hier ein bisschen kaputt ist, und zweitens, ja, sie ist halt auch ziemlich klein und so wichtig und auch wieder nicht. War auch von dem Weihnachtsmarkt. Diese Tasse ist so groß, ich will sie unbedingt behalten. Und ich kann von mir aus auch diese Tasse hier zur Verfügung stellen, obwohl sie schon echt ultra alt ist und eigentlich... Das Problem ist, sie hat keinen Henkel und sie ist viel zu heiß, um sie anzufassen, wenn man Tee draus trinkt. Deshalb kann ich sie auch zur Auswahl zur Verfügung stellen. Jetzt sind es ja doch mehr geworden, als ich geplant habe, dass es werden, und deswegen werde ich wahrscheinlich für Cosmo dann doch ein paar mehr zur Auswahl stellen. Wo ist er eigentlich hin? So, ich werde das jetzt alles aufstellen und werde die Katze fragen, was ich davon wegschmeißen darf. Okay. Cosmo? Cosmo? Wo ist der? Cosmo? Cosmo? Komm her, ich brauch dich. Apollo kann sowas nicht. Ja, ich weiß, immer musst du mitmachen. Der Apollo ist da nicht so gut drin, der versteht nie, was ich meine. Keine Ahnung. Komm her. Nicht hinlegen, Katzelein. Nicht hinlegen. Komm, du musst jetzt ausnahmsweise mal auf den Tisch klettern. Komm her, hier, Platz. Platz. Los, komm, Platz. Na gut, ich werde dir nachhelfen. Guck mal, solche drei Tassen behalten, ja oder nein? Behalten oder weg? Weg? Tja. Schon hat er sich entschieden. Ich frage noch die anderen. Apollo, du darfst auch mal was entscheiden. Diese zwei Tassen behalten, ja oder nein? Hm? Behalten, ja oder nein? Apollo. Seht ihr? Er kann das nicht. Er kann es nicht übers Herz bringen, das zu entscheiden. Ich muss Cosmo fragen. Cosmo? Cosmo? Wo ist er? Wo ist er hin? Tja, ich fürchte, ich krieg meine Antworten heute nicht mehr. Naja, die Glastassen werden weggeschmissen. Und der Rest wird dann erstmal behalten. Und dann kann Marcel mir nicht sagen, ich hätte nicht aussortiert.